Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Mit einem kurzen Video. Ja, es geht um Maps. Also ich habe vor einer Weile irgendwas angedeutet, zwecks Maps. Es wird sehr viel gemunkelt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe meine Recherche noch nicht angefangen. Ich habe gerade eine andere Priorität. Und zwar ist es Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu, 16.11. Abstimmung kommt auch noch demnächst. Vielleicht sogar heute Abend schon. Schaut auf Instagram vorbei. Ah ja, darauf fokussiere ich mich gerade am meisten, zwecks Stream und Internet. Später sind wir auch noch live, nochmal Internet testen. Gestern ging es ganz gut und dementsprechend habe ich noch gar nicht mit der Recherche angefangen. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Steuerung F oder die Frage oder Y Collective, diese Sender so mit ihren kleinen Mini-Dokus? Irgendwie fühle ich mich so, als wäre ich so ein Redakteur bei denen. Versuche gerade für eine Mini-Doku da die ganzen Sachen zu recherchieren, zwecks Maps. Und so, ihr kennt doch so, die machen dann Interviews mit den Insidern. Müssen erstmal so Connections aufbauen und dann machen die so Interviews mit den Insidern, aber die wollen sich nicht zeigen. Und dann muss man sie so verzerren und Kapuze auf und zeigen sich nur von hinten und so. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, so ist es momentan mit den Maps. Keiner will direkte Auskunft geben und wenn, dann alles sehr verschlüsselt, aber wie gesagt, zu dem Thema komme ich noch. Aber jetzt dann vor ein paar Tagen, vorgestern glaube ich war das sogar, kam eine kleine Nachricht, kursiert in den Gruppen. Ich habe auch richtig viele Nachrichten bekommen. Hey Hong, Neuigkeiten, zwecks Maps. Hast du das schon gesehen? Und zwar von Bossland. Bossland, der Hashing Key. Ach, wir wollen gar nicht drauf eingehen. Ich habe keine Ahnung. Ich will noch einen Punkt sagen. Ich habe keine Ahnung von diesen hinter den Kulissen Sachen, zwecks Maps. Ich bin nur ein Map-User. Ich benutze die Map nur gerne. Was da hinter den Kulissen abläuft und wie das Ganze abläuft, davon habe ich eigentlich keine Ahnung. Dementsprechend keine Ahnung, was Bossland macht. Irgendwas mit Hashing Keys. Aber egal. Es kam eine Nachricht von Bossland oder im Bossland Discord-Server, was auch immer. Zwar, ich lese mal vor von Hashing Aggie. Nach vielen Monaten des Versuchens, die API zu cracken, haben wir es endlich geschafft. Die Server werden geupdatet, um die neue Version zu unterstützen. Experimentell in Klammer. Wir haben die neue Version entschlüsselt, indem wir über Android anstatt iOS gegangen sind. Dementsprechend könnte es einige Veränderungen des APIs benötigen. Und dann der letzte Satz könnte man so zusammenfassen: Es wird noch verfeinert und kontrolliert oder sowas. Letzter Satz, have fun. Und diese Nachricht, wie gesagt, kursiert in den Gruppen und ich habe so viele Nachrichten bekommen mit diesem Screenshot von dieser Nachricht. Maps come back. Die Freude dauerte nur sehr, sehr kurz, weil kurz darauf kam ein zweiter Screenshot. Und ich habe ja gerade gesagt, sehr viele Leute haben mir diesen Screenshot geschickt. Den zweiten Screenshot hat mir keiner geschickt. Dementsprechend, deswegen wollte ich auch nochmal das Video machen, damit nicht alle nur den ersten gesehen haben und somit falsch informiert sind. Der zweite Screenshot nämlich, der hat unsere Träume und Hoffnungen platzen lassen. Falls ihr es noch nicht realisiert habt, die neueste Ankündigung war fake. Ein Mod hat einem Fake-Account Erlaubnis gegeben, diese Ankündigung zu machen. Herzzerbrechend, aber jetzt nicht allzu schlimm, weil in Richtung Bossland und diese alten Maps, ja, damit rechnet eh keiner, dass die zurückkommen. Es gibt Hoffnung, ich blende hier mal was ein. Das fand ich sehr interessant. Ich meine, von solchen Maps habe ich schon öfters gehört, aber das war die fortschrittlichste. Alter, ich habe diesen Take gerade sehr oft gemacht. Das Wort war endschwer. Nochmal, fortschrittlichste Map, die ich bisher gesehen habe. Ich sag mal, irgendein Münchner sollte sich mal drum kümmern, dass wir sowas auch bekommen. Wenn nicht, dann, ja, dann werde ich wahrscheinlich dieser Münchner sein. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Also Raid- und Quest-Maps habe ich schon von gehört und auch viele gesehen, aber wie gesagt, das war die beste, die ich bisher gesehen habe. Hat mich auf jeden Fall überzeugt, begeistert und meine Neugier geweckt. Wie gesagt, es wird sehr viel gemunkelt und wie gesagt, ich habe mich noch nicht erkundigt. Aber es soll auch Spawn-Maps, Poke-Maps geben. Auch da habe ich schon viele gesehen, aber die sind echt Neandertaler, Steinzeit-Niveau. Die würde ich jetzt nicht unbedingt nutzen. Aber es soll auch ein paar fortschrittlichere, das hat diesmal nur ein Tag gebraucht, soll es auch geben. Und wie gesagt, ich beginne demnächst meine Recherche und schauen wir mal, was ich so herausfinden kann. Ich bin natürlich für alle Insider-Informationen dankbar. Ihr versteht. Aber vorerst, das war Fake. Nur für alle, die sich gefreut hatten. Nicht, dass das jetzt hier herumkursiert und dann in der Euphorie der zweite Teil nicht, ja, nicht weitergeleitet wird. Schaut im Livestream vorbei. Vielleicht können wir da noch ein bisschen drüber reden. Vielleicht haben da ein paar Leute Informationen für mich. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.